this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Wie ich heute etwa das allererste Mal ein Horrorgame? Nein, ihr seht schon, der Trailer war schon sehr crazy gerade. Ich habe mir den auch komplett reingezogen. Ja, aber es ist hier kein Horrorgame, falls man das irgendwie dachte. Habe ich vielleicht auch mal vor, wenn ihr darauf Bock habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Heute ist ein ganz verrücktes Game dran. Ihr kennt wahrscheinlich alle Fall Guys. Also, das müsstet ihr eigentlich schon alle kennen. Aber eventuell kennen auch viele von euch Stumble Guys. Zumindest alle aus meiner Community, zumindest die aktiven Leute, sollten schon wissen, was Stumble Guys ist. Aber heute gibt es nichts von beiden, sondern einfach Brofalls. Das ist anscheinend genauso wie diese anderen Games. Zumindest sehr, sehr ähnlich. Wir sehen auch schon, hier im Menü sieht es ziemlich ähnlich aufgebaut aus. Wir können schon unsere Banane so richtig zum Appeln bringen. Ich würde sagen, ich mache mal kurz hier die Musik in-game aus. So, heute geht es also um Brofalls. Das Game ist am PC, seht ihr schon. Deshalb ist es eventuell eine dumme Frage in meinem Titel, ob wir das zu einem neuen Streaming-Game oder allgemein zu einem neuen Game auf meinen Channels machen. Aber es ist nun mal so, dass sich das einer von meiner Community gewünscht hat, der ein sehr großer Stumble Guys-Fan ist. Und der hat gefragt, ey Bro, kannst du eventuell auch mal Brofalls zocken? Und ich dachte mir, also er wollte, dass ich das auch im Stream mache. Und ich dachte mir, komm, ich mache mal ein Video dazu. Ihr könnt sagen, wie es euch gefällt, ob wir das Ganze auch mal eventuell im Stream zocken können. Es ist auf jeden Fall so, dass das Ganze hier komplett kostenlos ist. Aber es gibt anscheinend ein paar Maps, die man sich noch zusätzlich kaufen muss, beziehungsweise muss man Premium kaufen, dann hat man die für immer. Premium ist aber jetzt nicht so, dass es abläuft. Das Ganze kostet momentan 4 Euro, also für den Fall, dass ihr sagt, ey ja, ich finde das Spiel geil, dann werde ich mir das Ganze auch mal holen. Ansonsten werde ich das Ganze mir nicht holen und einfach aus dem Grund, weil es sich dann gar nicht lohnt. Aber ich würde sagen, ich zeige euch das Ganze jetzt einfach mal in-game. Ich habe es selber auch noch nie gezockt. Wir müssen natürlich hier den normalen Modus spielen. Suche nach Spielen, okay. Sieht relativ lustig aus. Okay. Ruckelt ein bisschen tatsächlich. Sollte nicht am liegen. Okay, dieser Brokkoli. Ich dachte, das wäre einfach ein ganz normaler Skin. Aber anscheinend nicht. Die Maps sehen auf jeden Fall hier ein bisschen brutaler aufgebaut aus als bei anderen Games. Okay, bin ich jetzt nur LOL. LOL. Ich bin jetzt das Brokkoli, oder wie soll ich das verstehen? Aber wie kann ich meine Fallen platzieren? Ah, okay. Hä, hey, was bringt es mir denn, eine Falle hier hinzusetzen? Laufen die hier auch noch lang? Ich will eine Falle da hinten hinsetzen. Scheiße, jetzt laufen die hier durch. Aha, das ist ja ganz interessant. So, das habe ich auch schon mal in Minecraft gespielt. Also das mit den Fallen checke ich nicht ganz. Die kriege ich nicht platziert, aber ich habe hier schon gesehen, man kann hier auch irgendwas anderes machen. Oh, wir können einfach mal so Sachen explodieren lassen. Lol. Lol, es gibt auch noch... Oh nein, jetzt wollen die mich kloppen, oder was? Oh, shit. Ja. Das schaffen die, glaube ich, auch. Also den einen habe ich auch noch weggekloppt, aber die hauen mir jetzt ziemlich aufs Maul. What the fuck? Was ist das hier? Und ach so, und jetzt ergeben auch die Fallen Sinn, wenn die nach hier oben kommen müssen und mich kleppen müssen. Okay, jetzt ergibt alles Sinn. Bam, weggehauen. Komm doch. Entweder läufst du in meine Falle oder ich box dich so weg. Junge, was geht hier ab, hä? Damit habe ich ja jetzt so gar nicht gerechnet. Das Problem ist, das werde ich niemals überleben, denke ich, gegen alle. Oder bekomme ich die Fallen auch wieder? Lol, der ist aber gut, glaube ich. Oh, shit. Weil ich habe ja gar nicht geschafft, diese Dinger einzusetzen. Oh nein, bin ich runtergefallen? Das Runterfallen ist scheinbar egal. Außer wenn man dann in seine eigene Falle läuft, deshalb. So, ich muss jetzt hier die ganze Zeit spammen. Fallen spammen. Und hoffen, dass keiner irgendwie mal hinter mich kommt. Okay. Oh Mann, Alter, was ist das hier für eine Knüppelei? WTF? Hä, ich liege auf dem Boden oder so? Ey, was geht hier ab? Der hat mich. Ne. Oh, nicht in die eigene Falle laufen. Dadurch sterbe ich so safe. Ja, ich töte mich gerade übel selber. Okay. Ja, ich bin tot. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit sagen, doof, dass ich am Anfang noch nicht diese Fallen ausgelöst habe. Hier an der Seite. Hier gibt es ja diese Fallendinger. Hätte ich vielleicht auch mal machen sollen, aber habe ich jetzt nicht gesehen. Also damit habe ich wirklich gar nicht gerechnet, mit dem hier, mit dem Zeug. So, erste Runde vorbei und wir haben einfach
direkt einen Skin gezogen. Let's go. Also, ich weiß ja nicht, was ihr denkt, aber ich habe nur gehört, das soll so sein wie Fall Guys. Aber ganz ehrlich, hiermit habe ich nicht gerechnet. An sich kann man sich auch mal Fall Guys holen, ne? Aber habe ich auf jeden Fall auch richtig Bock drauf. Aber das hier ist ja auch so verrückt, Mann. Junge. Heute wäre eigentlich auch unser Ziel, so mal die allererste Runde zu gewinnen, aber habe ich jetzt auch vergessen, am Anfang zu sagen, besser ist das auch, weil gewinnen wird wahrscheinlich schwer. Aber wir spielen auch mit 60 Leuten zusammen. Das ist natürlich schon mal deutlich schöner als bei Stumble Guys. Aber mobile ist es wahrscheinlich nicht mit weniger Leuten möglich. Okay, Bro Falls, Runde 2. Ne, bin ich jetzt immer der? Bitte sag mir nicht, dass ich wieder der bin. Bitte lass mich auch ein ganz normaler sein. Okay, ich bin ganz normaler, Dude. Gut. Also, wir hatten auch übel Glück wahrscheinlich, dass wir einfach instant dieser Typ waren. Ja, gut. Fängt ja schon mal gut an. Ja, Leute, Junge. Wenn die so drängeln, ist es aber auch schwer. Okay, wir haben es schon mal leicht geschafft. Die erste Stelle haben wir schon mal geschafft. Oh, shit. Hä, warum jumpt meiner denn so? Oh nee, jetzt muss ich jedes Mal von vorne loslaufen. Oh, meine Fresse, das ist gar nicht so einfach. Hä, oh Junge, wir sterben, wenn wir in diesen Kreis kommen. Ach so, komm schon. Okay, erste Stelle wieder geschafft. Mikrowelle ist gerade nicht an, das nutze ich aus. Bro, wie früh muss man auf Jumpen drücken, damit das reagiert? Bro. Okay, jetzt spielen wir smart. Gibt's hier auch Bots oder warum laufen die Typen die ganze Zeit dagegen? So. Okay, wir haben die Stelle endlich mal geschafft. Oh Mann. Ich will es noch schaffen, bevor der Typ geknüppelt wird. Das Brokkoli. Will ich schon am liebsten mal schaffen. Oh nein. Einmal hier durchzukommen. Es ist auch eine ganz lustige Story, ne? Den Trailer habe ich ja eben gesehen. Jetzt weiß ich auch, dass die Story einfach in-game immer noch weitergeführt wird. Es ist nämlich so, dass dieser Brokkoli eben Süßigkeiten quasi so ein bisschen hasst. Hä, wo muss ich hin? Muss ich jetzt rein? Okay. Denn Brokkoli wird nie genommen im Supermarkt, meint der? Oder denkt der? Nein, wie mache ich das? Nein, nein. Jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Oh, meine Güte. Egal, wir packen uns mal hier so ein Dude. Kann nämlich auch Leute packen. Ey, können nicht mal meine Mates irgendwie den Typen töten? Oh nein, es sind schon 34 Leute qualifiziert und wir nicht. Weil ich weiß noch nicht, wo man dieses Dingens macht. Ich kenne mich noch nicht mal mit Tastatursachen aus. Also für den Fall, dass das für irgendeine Tastatursache steht. Ich habe meinen PC sehr frisch und war dann mein Leben lang Controller-Spieler. Und ich weiß nicht mal, wofür, was ich da drücken muss, um da durch zu fliegen oder was auch immer das da unten heißt. Und jetzt kommen wir einfach in den Schredder. Junge, wie krank ist das bitte? Burfholz ist, glaube ich, nicht jugendfreundlich. So, also Ziel wird es jetzt erstmal sein, einmal mindestens alle Maps durchzumachen. Weil es sind anscheinend immer dieselben drei Maps. Bis jetzt war es immer die gleiche Map. Kann natürlich auch sein, dass ich einfach nur Pech hatte. Aber wir werden es ja noch sehen. Steht hier irgendwas springen? Ne, Freisicht. Namen anzeigen? Ne, ich sehe hier nirgendwo, wo wir eventuell mal liegen konnten. Aber wie gesagt, das Ziel ist es jetzt wenigstens einmal bis ins Finale zu kommen. Wir sehen auch oben anscheinend, wer der böse Brokkoli ist. Okay, 3, 2, 1, go. Konzentration. Let's go! Oh, ich bin König, weil ich Erster bin. Oh, okay, der Brokkoli weiß, was er tut. Wir haben übrigens nicht dieselbe Map, das ist sehr schön. Das heißt, es gibt auch andere Maps. Bei der einen Map wäre ich wahrscheinlich auch nie weitergekommen. Okay, wir kommen zum perfekten Zeitpunkt hier hin, weil genau in diesem Moment die anderen schon runtergefallen sind. Oh, yo! Weil eben das Brokkoli schon da die Fallen aktiviert hatte, war das der perfekte Moment. Problem ist, dass der jetzt genau da die Fallen aktiviert hat, wo wir eben gerade waren. Bro, es triggert ein bisschen, dass das Springen zu spät reagiert. Ansonsten echt ein geiles Game. Oh, das will ich nicht. Okay, wir können uns ja halt Leute packen auf 10, ne? Das habe ich ja mittlerweile schon gemerkt. Wir können auch halt Boxen auf Stick reindrücken. Nicht Stick reindrücken. Da merkt ihr, was für ein Controller-Spieler ich war. Ich meine natürlich linke Maus reindrücken. Da schlagen wir also. Oh,
sehr gut. Ich glaube, das Brokkoli hat jetzt was Besseres zu tun und deshalb wird das Brokkoli wahrscheinlich hier nicht mehr Randale machen können mit diesen Fallen. Aber wir sind jetzt auch im Ziel, sehr cool, dann verkloppen wir mit den anderen das Brokkoli, hoffe ich zumindest. Wir sind auch schon weiter, ich dachte, man müsste das Brokkoli töten, um weiterzukommen. Das ist anscheinend nicht so. Für den Fall, dass in der nächsten Runde jemand Brokkoli werden kann, hoffe ich, dass ich das nicht bin. Boah. Egal, ich knüppel mich hier noch ein bisschen und dann geht's in die nächste Runde. Junge, wie lange dauert das? Also nochmal ein Kritikpunkt. Natürlich hat es wohl seinen Sinn, dass Runden so lange dauern, aber es hat schon echt lange gedauert gerade. Aber lag auch daran, dass eben nicht alle weitergekommen sind. Oder ist der jetzt wieder Brokkoli, der gerade Brokkoli war, obwohl wir den getötet haben? Dann war es ja dumm von mir, eben direkt zu leften, oder? Also, ich muss sagen, Brofalls auf jeden Fall nochmal was ganz anderes als die anderen beiden Games. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre sehr ähnlich oder genauso. Bockt auf jeden Fall. Problem ist, dass jetzt wieder diese Map kommt, wo ich leider nicht weiß, wie ich die letzte Stelle schaffen kann. Ich versuche mein Bestes zu geben. Am schlausten wäre es natürlich jetzt nicht, ganz vorne zu laufen, weil genau da wird natürlich das Brokkoli seine Schüsse hinmachen. Oh, 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 Alter, ich werde hier nach dem ersten Mal schon zu einem Trickser, wollte ich sagen. Leider habe ich es nicht drüber geschafft. Yo, wahrscheinlich, oder? Oh Mann, werden wir erstmal übel weggehauen. Geil, dass die Leute auch so blockieren müssen. Es ist natürlich ein bisschen, es ist auch klar, warum hier keine Checkpoints sind, aber es wäre schon sehr angenehm, wenn es Checkpoints geben würde, oder geben würde, besser gesagt. So, bitte mach jetzt nicht das Ding hier an. Oh Mann, wie soll man das machen jetzt? Yo. Yo. Nein, ich habe vergessen, dass man wieder ganz nach vorne kommt. Ich hätte mich viel mehr konzentriert. Bro. Bro. Nicht dein Ernst. Als ob der Brokkoli dafür noch Zeit hat. Ist noch keiner im Ziel oder was? Bro, jump doch. Man muss eigentlich nicht mal springen drücken auf diesen Bällen, aber ich anscheinend schon, weil es sonst nicht klappt. Bitte sag mir, dass das Brokkoli nicht hier ist. Oh, bitte, Bro. Die Hälfte von denen, die weiterkommen können, sind schon weiter und ich war nicht einmal bei dieser Stelle, wo ich nicht weiß, wie man die Stelle schaffen kann. Bro, bitte steh auf. Kann man hier auch runtertruppen? Nee, kann man nicht, ne? Das hat mich jetzt eventuell das Weiterkommen gekostet, dass ich testen wollte, wie man runtergeht. Mann. Alter, ich muss wirklich sagen, es gibt hier so abgedrehte Sachen, ne? Ich versuche jetzt die ganze Zeit weiterzukommen und werde euch nicht alles mit reinschneiden, aber es gibt wirklich eine Map, habe ich gesehen, das war schon sehr geil. Ich will jetzt auf jeden Fall jetzt einmal schaffen, ins Finale zu kommen. Vielleicht bringe ich auch mal öfter Videos, weil es ist viel komplexer, als man denkt, das Game. Es ist jetzt natürlich nicht überkrass, aber es gibt schon coole Sachen und sehr, sehr unterschiedlich zu den anderen Games, die man sonst so aus diesem Gaming-Bereich kennt. Also, not bad. Ist anscheinend auch nicht so bekannt. Und jetzt weiß ich auch, okay, es gibt die Option, das zu zocken. Ich dachte, ist mir eigentlich egal. Ich werde sowieso Fall Guys lieber zocken. Aber anscheinend gibt es hier schon Stuff, den man mal kennen sollte. Let's go. Hier, das hier ist auch schon krass. Da kann er dann irgendwie Greenlight, ihr seht schon. Und dann ist irgendwann Redlight. Ihr kennt es zu gut wahrscheinlich auch. Ist natürlich ziemlich nice gemacht. Und ich bin tatsächlich ordentlich der Erste, der weiterkommt. Ja, auf jeden Fall bist du der Erste, der weiterkommt. Nein, bin ich nicht, da ich leider dummerweise am Ende nochmal weitergelaufen bin. Genauso wie gerade. Keinem passiert es außer mir. Also mir war nicht wichtig, unbedingt ins Finale zu kommen, aber eine bessere Runde zu haben. Ihr könnt ja wirklich mal schreiben, wollt ihr das Ganze auf meinem Stream sehen oder wollt ihr das Ganze mal öfter in Videos sehen oder was weiß ich, weil ich gebe mich hier ungern geschlagen und würde gerne mal das Ganze nochmal machen und dann eventuell nicht so krank reinscheißen, wie es bis jetzt der Fall war. Okay, nee. Oh, zum Abschluss nochmal die Map. Also ganz ehrlich, da werde ich jetzt auch nicht viel sagen bei der Map, weil ich werde versuchen, das zu schaffen, diese Stelle da hinten mal. Wenn ich die wieder nicht schaffe, dann ist es auch Quatsch, das überhaupt noch mit ins Video zu nehmen. Bro, weil zu viele drauf sind, jumpt man nicht. Kann man irgendwie auch irgendwie noch höher jumpen oder so? Okay. Okay. Erste Stelle geschafft. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Bitte helfen Sie mir. Ist noch keiner im Ziel, also alles easy. Ich weiß halt nicht, wie man tief springen kann.
weiß gar nichts in diesem Spiel. Oh, 13 Leute schon drin. Und das Brokkoli wird anscheinend noch nicht gut genug abgelenkt. So, jetzt mal nicht hier reinjoken. Bro, ich sag's auch noch. Nicht reinjoken. Okay, let's go. Hä? Was hat er gemacht? Ich dachte schon, man könnte auch irgendwie rein oder so. Auf welcher Taste, Bro? Was ist das? Yo! Alter! Ist es alt oder so gewesen oder STRG? Ich weiß gerade nicht. Alter, ich kenne mich so gar nicht aus, aber ich habe das so finally geschafft, Junge. Wie knapp das war. Alter. Ist jetzt das zweite Mal erst, wo ich überhaupt in die zweite Runde komme. Aber das zum Abschluss nochmal ziemlich saftig. Hoffentlich können wir die nächste Map auch schaffen. Guckt euch an, wie viele Maps es gibt. Also mal sehen, wie viele es gibt, wenn ich auch noch die 3 Euro theoretisch ausgeben sollte. Aber ich muss halt wissen, ob es sich überhaupt lohnt. Ne? Es wäre unnötig, sich sowas zu holen, wenn das sowieso keiner sehen will. Und in der Freizeit zocke ich ehrlich gesagt wenig. Go, Jungs. Go, 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 go. Go, go, Power Rangers. Red Light. Gehen wir nicht los. Das sind Idioten, die losgehen. So, Green Light noch. Red Light. Ja, super gemacht. Ihr seht schon, was für geile abgedrehte Maps das Ganze hier sind. Red Light, ich bleib stehen. Ich weiß zwar nicht, ob die mich hier noch treffen können. Sicher ist sicher. Nächste Stelle ist richtig hart. Es ist einfach kacke, dass man immer wieder vorne spawnt. Aber es hat auch was, ne? So. Da hat anscheinend das Brokkoli gerade seine Finger im Spiel gehabt. Diesmal nicht bei der Stelle verkackt, wo ich letztes Mal verkackt habe. Jetzt konzentriert sein. Boah, das Ding wird auch manchmal langsamer, hä? Ach, normalerweise ist es wahrscheinlich so langsam. Das war nur das Brokkoli, was das so schnell gemacht hat. Wow, ich komme wieder als Letzter rein. Was geht hier ab? Oh mein Gott! Was geht hier ab, Jungs? Wie gut. Okay, 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 okay. Mag ich. Gefällt mir. Gefällt mir, gefällt mir. Ich will auf gar keinen Fall Brokkoli werden. Also, falls ich noch Brokkoli werden kann, dann... Oh, Lotte ist Brokkoli. Danke, Lotte, dass du dich opferst. Habe ich die Map schon mal gespielt? Ja, ne? Haben wir schon einmal gespielt. Also machbar. Okay, zum Start zu stemmen ist eigentlich scheißegal. Sage ich euch so, wie es ist. Weil es war klar, dass das Brokkoli jetzt noch ausrasten wird. Gute ist, man kriegt halt wirklich gar keinen Damage oder so. Also geht nicht kaputt dadurch jetzt irgendwie. Oh, okay. An der Stelle hatten wir nicht das Glück, vom Brokkoli verschont zu werden. 10 Leute kommen nur weiter. Ich glaube, diesmal muss ich ein bisschen früher ins Ziel kommen. Muss ein bisschen besser playen, um ins Ziel zu kommen. Okay. Problem ist, wir sind jetzt hier bei den ersten paar. Wenn das Brokkoli kommt, bin ich halt tot. Okay, der macht doch irgendwie so ein Dash. Also ich weiß auch nicht, wie der Dash geht, aber ich bin im fucking Finale. Letzte Runde, habe ich gesagt. Das ist die letzte Runde, die ich machen will. Und ich kämpfe jetzt hier alleine gegen das Brokkoli. Was geht hier ab, hä? Was geht hier ab, Junge? Ich kämpfe hier mit den, vielleicht noch mit einem oder so. Ach nee, der... Ich dachte schon. Warte, jetzt können wir es testen. Aha. Auf STRG. Das ist also STRG. Ich bin zu blöd, Jungs. Ja, ich weiß. Wahrscheinlich... Oh, auf STRG macht man auch den Jump. Let's go. Den Fall Guys Jump. Den gibt's hier auch. Man kann zwar, glaube ich, nicht so wirklich beides zusammen machen. Aber genau 10 Leute weiter. Ich bin einer von denen. Let's go. Alter, Jungs, ich glaube, es ist Finale, Alter. Wenn ich das Finale jetzt gewinne, das wäre ja so ultra krank. Junge, ich wollte schon aufgeben. Und jetzt bin ich einfach im Finale. Ja, ist Finale. Oh, es gibt ein Brokkoli. Lotte ist weitergekommen als Brokkoli. Das heißt, die ist jetzt wieder Brokkoli, oder was? Okay, ich bin froh, dass ich nicht Brokkoli bin. Kann ich sehr gerne nicht sein. Auch wenn es natürlich mal eine coole Challenge wäre, komplett als Brokkoli zu gewinnen, alle Runden. Oh, am Ende ist ja wohl gar nicht mal so krass, der Brokkoli. Glaube ich. Ey, ist man hier instant tot? Ey, bitte nicht. Oh, shit. Fick dich, warum willst du mich unbedingt töten? Weg mit dem. Nein! Ich habe so gar nicht drauf geachtet. Junge, wie krank. Keiner hat überlebt, aber ich glaube, Lotte hat gewonnen. Alter, GG an Lotte, die hier wirklich als Brokkoli gewinnt. Ich würde sagen, das war's.
nicht nur mit der Runde, sondern auch mit dem Video. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Game in die Comments. Ich würde sagen, das war's. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht. Zappel hier zum Abschluss nochmal mit der Torte und würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Don't you try to play me for the nice guy.